Ihr habt gefragt und ich antworte natürlich auf eure Fragen. Die meistgestellte Frage in den letzten Tagen und Wochen war: lieber PlayStation 5 oder Xbox Series X bzw. S? Die Frage beantworte ich natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Konsolen-News wie aktuelle Verfügbarkeiten der PlayStation 5 Bestellung, Xbox Series X und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Im Vorhinein konnte man nur Fakten auf dem Papier miteinander vergleichen. Nun knapp 3 Monaten nach Release der beiden Konsolen, kann man über den realistischen Stand der Dinge reden. Das Wichtigste natürlich, Thema Grafik. Und hier würden in meinen Augen beide einen Punkt erhalten. Weder die PlayStation 5 noch die Xbox Series X hat auch nur annähernd das volle Potenzial ausgeschöpft oder großartig Grafikpower präsentiert. The Medium für Xbox Series X hat zum Beispiel super schöne Szenen, die nahezu fotorealistisch aussehen. Als auch das Remake von Demon's Souls auf PlayStation 5. Der zweite wichtige Punkt sind natürlich auch die Spiele. Damit steht und fällt eine Konsole und das sage ich immer wieder und das entscheidet zum Beispiel, wie gut überhaupt eine Konsolengeneration war. Deshalb zum Beispiel Xbox 360 und PS3 werden immer in meiner Erinnerung bleiben, da wirklich sehr, sehr gute Spiele für diese Konsolengeneration rausgekommen sind. Und hier würde ich für PS5 und Xbox Series X am liebsten beiden einen Minuspunkt geben. Aktuell sieht es um Third-Party-Spiele katastrophal aus, viele Releases wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben und, man muss ganz klar sagen, dafür kann weder Microsoft noch Sony etwas. Allerdings muss man ganz klar sagen, und das haben Microsoft und Sony verkackt, dass eben das Launch-Line-Up eine Katastrophe ist. Man kann es nahezu als Witz bezeichnen. Ein Gears of War oder Halo-Ableger für die Xbox oder auch ein Killzone Uncharted oder was auch immer für die PlayStation 5 hätte das Line-Up deutlich verbessert. Schauen wir uns mal zum Beispiel PlayStation 4 und Xbox One an. So kamen zum Beispiel für die Xbox One damals direkt zu Release einige Spiele, wie zum Beispiel Rise Son of Rome oder auch direkt für die PlayStation 5 war zum Beispiel schon Killzone vertreten. So müssen wir uns aktuell bereits seit November ohne wirkliche Spiele durchschlagen und das ist schlichtweg schlecht. Im Controller-Design bin ich ein wenig zwiegespalten. Ganz klar, ich bin auf jeden Fall Fan von der Form des Xbox-Controllers und finde, dass er richtig gut in der Hand liegt. Der PlayStation 5 Controller ist aber in meinen Augen rein technisch die bessere Lösung. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, zum Beispiel die adaptiven Trigger, die gern als super technische Neuheit beworben werden, ist keine Innovation von Sony selbst, sondern es besaß zum Beispiel bereits der Xbox Elite Controller, der aber gut und gern auch mal 150 Euro kostet. Rein technisch, muss man aber ganz fair anerkennen, ist der PlayStation 5 Controller definitiv cooler und innovativer als der Standard Xbox Series X Controller. In meinen Augen vielleicht auch wirklich der bessere Controller, allerdings qualitativ oft eine Katastrophe, dank Stickdrafts und Co. Und deshalb bin ich nicht ganz so überzeugt vom Controller. Habe auch schon gehört, dass viele kein Problem damit haben, deshalb eher hier zwiegespalten. Insgesamt muss man ganz klar sagen, es gibt natürlich für beide Konsolen Vor- und Nachteile. Und deshalb will ich hier an der Stelle auch mal sagen, was mir an der jeweiligen Konsole gefällt und was mir überhaupt nicht gefällt. An der Xbox Series X bzw. S gefällt mir nicht so richtig, dass die Konsolen nahezu sinnlos sind. Das Ding ist einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, die Gangart von Microsoft, dass man den PC mit einbinden möchte, das finde ich wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das soll auch jetzt gar nicht falsch verstanden werden, aber ich habe zum Beispiel einen sehr potenten Gaming-PC. Und da sind für mich alle Xbox-exklusiven Spiele einfach auch auf einem PC spielbar. Bei der Xbox 360 war das zum Beispiel anders, da sind halt wirklich Xbox-exklusive Spiele nur für Xbox rausgekommen. So aktuell ist eine Xbox Series Konsole mit einem starken PC nahezu unnötig. Bei der PlayStation 5 hingegen gefällt mir zum Beispiel absolut nicht die Festplattengröße. Die bietet zum Beispiel maximal Platz für 3 größere AAA-Titel und das ist in meinen Augen einfach zu wenig. Problem weiterhin hierbei ist, dass es keine SSD-Speichererweiterung gibt und das ist definitiv ein wirkliches Problem. Würde ich eine Konsole aktuell empfehlen? Ehrlicherweise sogar beide. Ich würde mich fast als PC-Fanboy bezeichnen, habe aber immer aufgrund von Halo und Gears of War mit der Xbox sympathisiert. Da ich aber zu den Glücklichen gehöre, die eine neue GeForce-Karte aus der RTX 3000er Serie bekommen haben, ist der Nutzen, da ich eh alle Spiele auf dem PC zocken kann, die sonst exklusiv für Xbox waren, nicht ganz so groß für meine Xbox Series X. Deshalb, wer einen Top-Gaming-PC besitzt, dem empfehle ich die Kombination aus eben dem potenten Gaming-PC zusammen mit einer PlayStation 5, damit man auch wirklich alle Spiele zocken kann, nämlich auch die Exklusivtitel der PlayStation. Für alle anderen, die zum Beispiel keinen Gaming-PC besitzen oder einfach nicht auf PC zocken wollen, da ist es natürlich Geschmackssache und da sollte man einfach frei entscheiden. Beide Konsolen tun sich wirklich nicht viel. Was sagst du dazu? Siehst du es ähnlich wie ich oder hast du eine völlig andere Meinung? Ich möchte natürlich hier auch keinen Konsolenkrieg veranstalten, weil das ist im Jahr 2021 einfach nur alt. Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünsche dir dein Swishy.